groß geworden in Chorweiler. Hier habe ich zum ersten Mal eine Frau geküsst. Hier habe ich mein erstes Bier getrunken. Hier in dem Park haben wir uns zerschlagen mit den Türken damals. War ganz interessant. Und da hinten bin ich irgendwo in die Schule gegangen. Und wurde aus der 7. Klasse rausgeschmissen. Die Uni seit 23 Jahren. Leute, ja. Die Kette. Ist zwar okay, aber ist aber... Wir mussten ja damals sehen, weil wir eine große Familie waren. Blieb uns ja nichts übrig. Und dann haben wir alle gute Freunde kennengelernt. So. Und, ja, und dann hat Mama gedacht, du kannst ja nicht wegziehen heute mit. Die möchte gerne, die wird hier alt. Ja, die ist ja schon alt. Weißt du? Hier wohnen sehr viele kinderreiche Familien. Und ja. Sehr viel Armut hier, echt. Asozial, the Ghetto. Ich kann ja froh sein, dass ich noch Kretterkauz habe. So. Ja, wenn ich meine Mutter nicht hätte, so, dann würde ich echt am Arsch sein. Dann würde ich ganz unten sein. So. Mama! Ja! Schau mal, warum? Ich bin Mama! Ja! Ja, der packt den. Machen wir das alle nur, Alter. Aber hier ist immer. Ja so, hier ist ja immer einer um einen rum. Geh ich nach hinten, schwupp, geht die Tür auf. Da habe ich gestern vergessen, meine Tablette zu nehmen. Ich bin dreimal nach hinten gegangen, denk, jetzt holst du dir die Tablette. Du musst die Tablette nehmen, ja. Hat vergessen. Weil schon wieder einer hinter mir stand. Naja. Dies machen wir das. Wieder cool. Haben sie hier. Kannst du mal Mutter fragen, kannst du mal Kaffee auf. Dafür hat sie ja vorher erst dann oder wann eine zu füllen schon genommen. Ja. die mussten so die Rummel haben. Ich glaube, wenn die keine Kinder um sich hätte, also dann wäre sie todunglücklich. Mama ist 62 Jahre alt. Sie hat 9 Kinder geboren. 2 sind gestorben. 2 andere sind verheiratet und haben selbst schon viele Kinder. Der Jüngste ist kürzlich ausgezogen und lebt jetzt mit seiner Freundin. Aber 3 Söhne und eine Tochter, alle erwachsen, wohnen noch bei der Mutter. Andi ist 30 Jahre alt. Er ist der Bravste. Mamas Liebling wird er von den Geschwistern genannt. Andi hat seit 11 Jahren Arbeit. Zusammen mit dem Vater ist er zurzeit der Einzige in der Familie, der einen regelrechten Monatslohn nach Hause bringt. Ich kann nicht mehr. Rebecca ist 24. Sie hilft der Mutter im Haushalt. Rebecca hört gerne Wagner-Opern und sammelt Uhren. Hansi ist 31. Er ist seit 5 Jahren arbeitslos. Eigentlich wäre er lieber als Millionär geboren. Auch hätte er ganz gern reich geheiratet. Sie leben in 5 Zimmern auf 100 Quadratmeter Beton. Und Mama nennt das Ganze Knastflur, 10 Meter lang, rechts und links eine Tür. Den Urlaub ihrer Träume, den würde sie gerne in Sibirien verbringen. Schließlich noch der Robert. Der ist 24 Jahre alt. Und Rebekkas Zwillingsbruder. Er ist der Frechste, meint Mama. Was ist das denn? Nein, ja, der Platz. Ja, da ist auch der Platz. Ja, und da könnte man jetzt hin. Hier, ja. Mann. Das ist der Deckel, das ist der Tee. Da sind Fiesta drin, Papa. Das ist ja geil. Wo ist denn das Auto da drin? Gewinn, Auto. Ja, guck doch. Du schwarz, Blech. Also hier hast du echt genug, oder? Echt, boah. Weißt du, das ging alles noch, wenn der Dick nicht immer so dazwischen quatscht, die Damen. Zum Beispiel abends, wenn wir die Jesse haben, oder wenn ich sage, so, jetzt ist Feierabend quasi, ne? Immer habe ich welche von den Kindern daneben oder dabei, oder die hätten nie Zeit. Und das war. Ich muss mal so sagen, ich habe ja so mit denen all gute Kontakt.
Wenn man das ist, dann kriegen sie das gesagt von mir, wenn man nicht passt und so, ne? Ob ihnen das dann passt oder nicht, dann interessiert mich das nicht. Dann kriegen sie das auf die Butterbrot geschmiert, ne? Und sie haben doch bisher immer akzeptiert, ne? Hansi und Andi, die ledigen Brüder, leben noch im selben Zimmer wie in ihrer Kindheit. Der Hansi redet gern und der Andi, der ist ein Stiller. Manchmal kracht es auf ihren 12 Quadratmetern. Dann haut die Mama dazwischen und schlichtet unter den Männern. Das gucken wir heute Abend wieder. Nein, das gucken wir mal. Oder wir? Nein, wir nicht. Wir gehen im Wohnzimmer. Ach. Also, ich schalte nicht mehr. Also, gute Zeiten, schlechte Zeiten? Können wir nicht. Doch, gucken wir zwischen die Tür und Angel. Das. Jetzt gut wildes Leben. Das Geheimnis der Buckelwagen, das ist auch schön. Das haben wir schon mal gesehen, ne? Also, ist wirklich. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auf dem Arbeitsmarkt wird die Kluft zwischen Ost und West immer größer. Der Herbstaufschwung und der anhaltende Exportboom machte sich im Oktober nur in den alten Ländern bemerkbar. Noch kein Ergebnis erzielt. Die anderen schlafen noch. Vater genießt diese Zeit. Die Ruhe vor dem Sonnenaufgang ist sein persönlicher Luxus, bevor der Alltag ihn verschluckt. Im Oktober waren bundesweit 4.290.300 Menschen ohne Arbeit. 17.800 weniger als im September. Im Vergleich zum Oktober 96 aber stieg die Zahl der Arbeitslosen um 423.500. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit steckt dem Papa seit Jahren in den Knochen. Stattdessen haben sie sich ihrer Verantwortung entzogen. Sie haben Unterwerfung. Vor 10 Jahren lebten hier noch 11 Menschen unter einem Dach. Damals war das Wecken ein echtes Stück Arbeit. Aufstehen, Robert, aufstehen. Ha? Aufstehen. Morgen. Dicker. Hey, aufstehen. Aufstehen. Hallo. Bist du wach? Rebecca. Aufstehen. Rückschlag einstecken. Die für den Trassenbau zuständigen 3 Baukonzerne steigen aus dem Projekt aus, weil die vorgesehene Strecke von Hamburg nach Berlin eine weitere Milliarde Mark teurer wird als erwartet und sich auch dadurch für die Firmen nicht mehr rechnet. Das ist
ist ja schön. Tja. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich auf der Arbeit bin. Manchmal so, wenn ich Samstag, Sonntag zu Hause hänge, dann bin ich schon lieber, ach mein Gott, naja, Gott sei Dank haben wir wieder Montag, kann wieder auf Arbeit gehen. Also, das ist so, ich kann ja noch arbeiten. Also, und die Arbeit, die macht mir nach wie vor noch Spaß. Ich bin gern mit Leuten zusammen und ich fahre gerne raus und kann ich fast sagen, also das ist ein richtiger Traumjob für mich. Also diese Traumjob ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich bin froh mit meiner Arbeit, ich freue mich darüber. Andi arbeitet als Metallarbeiter in einer Fabrik für Fassadenbau. Von den 2.100 Mark Monatslohn, die er verdient, gibt Andreas der Mama 3/4 ab. Was hast denn du für einen Stundenlohn? 20 Mark. Das sind alles welche, die haben. Ja, der Einzelne hätte auch nichts für mich. Ja, der Einzelne, zum Beispiel mein Schwager, der hat ja gelernt, der hat sich Schweißer gelernt. Der hat 21 Mark noch. Ne? Ja. Ja, der ist schon 20 Jahre doch. Ey, auch jetzt im 11. Ja, die haben letztes Mal Stundenlohn erhöht gekriegt. Alle Male. Der hat keinen Stundenlohn erhöht gekriegt. Weil er schon oben war. Nee. Weiß ich wofür. Ja, da musst du da hinten selber wie schon wegholen. Ich hab keinen. Hol ihn, hol den. Ich weiß nicht, wie das 4, 5 Jahre noch mit Leerstellen aussieht. Heutzutage hat man ich ihn so schwer. Ich hab keine. Muss hinten hin. Ja, ich dachte, du wolltest mir Schlüssel oder was geben. Wofür? Ja, weiß ich auch nicht. Ach. Schlüssel? Er und der Kim waren als Säuschling die bravsten Kinder. Und der Peter, die drei. Waren die bravsten Kinder, als Säuglinge und als Kleinkind, ne? Also, sie war schöner, wie sie kleiner waren. Ich meine, der ganze Sortier, wieder hat man mittags schon mal was anderes gemacht, ne? So Pfannkuchen oder Reibekuchen und so. Und dann waren sie unten am Spielen, dann haben sie den Kakao gemacht, dann haben sie auf die Decke gesessen, runtergebracht, ne? Nee. Das ist blöd? Nee. Dann kriegst du Brustwände um. Sind Sie stolz darauf, dass Sie die Kinder haben? Ja, sure. Okay. Ja, aber das ist stolz. Aber ich kann natürlich nicht irgendwie als Makel empfinden. Warum? Nee. Ich habe die Kinder alle gerne. Ja, ich wollte jedenfalls eine anständige und eine richtige Familie haben, damit man uns sagen kann, so, jetzt weißt du eigentlich, wo du hingehörst und so. Wir wussten wohl, wenn wir heiraten, wir kriegen von der Stadt geholfen. Aber doch nicht. Wir kriegen eine Wohnung, haben sie uns gesprochen. Ja, wir kriegen eine Wohnung, aber das war ja noch nicht mal eine Wohnung. Das war ein verbesserter Hühnerstall, ne? Ja. Deutsch gesagt, ne? Ich hab das ja damals ja nicht gekannt. Ich wusste doch ja nicht, was ein Obdachlosenheim und sowas ist. Also bei uns im Dorf hat das sowas jedenfalls nicht gegeben. Ich war doch noch nie in der Stadt gewesen. Wie lange haben Sie im Obdachlosenheim gewohnt? Also da haben wir nicht... Ja, 10 Jahre. Da war wirklich nichts. Da haben wir kein Badezimmer gehabt, da war wirklich aber auch nichts. Wir haben ja noch nicht mal ein eigenes Bett gehabt. Wir mussten ja noch ein eigenes Bett zusammenschlafen. Auf 1,5 Raum. Zu 5 Personen. Wie viel Quadratmeter waren das? 35. Ja, und da hatten wir auch keine Möbel und nichts gehabt. Oh, ne? Von der Stadt Köln, da haben wir dann ein Eisenbett geschenkt gekriegt, ne? Einen Tisch. Da haben wir uns dann ab und zu eine Kiste genommen, haben wir Gummiband und ein bisschen Stoff genäht. Ne? Da kam der Pötte rein, die Kochtöpfe und das Geschirr. Und dem anderen hatten wir Schuhe. Und ja, und da kam unser Hansi schon, war da schon auf der Welt. Ja, ja. Und dann waren wir dann zu 6 Personen auf den 2 Räumen. Ne?
Da war ich arm, ja. Da war ich echt arm. Ja. Das war bis 1975. Wir waren ja froh, dass wir damals überhaupt eine Neubau gekriegt haben. Und das waren 115 Quadratmeter, die wir dann in Chorweiler gekriegt haben. Und Papageiensiedlung, der Name hat sie ja nachher erst gekriegt. Das war ja schon überhaupt ein großer Aufstieg. Ja, also ich möchte nicht als Arme hier, also ich möchte normal sein. Also. Frau Brunnmann, wer wohnt in diesen Häusern hier nebenan? Ja, es sind schon die Besseren. Wir werden ja als Park bezichtigt, ne? Woher wissen Sie, dass das die Besseren sind? Tja, die haben ja alle Bungalows, ne? Gucken Sie mal, wir wohnen in einer Papageiensiedlung. Haben wir so eine blöde Farbe da an den Häusern. Haben Sie das schon mal gehört, dass die Sie als Park bezeichnen? Ja, sicher. Asoziale Pack. Wenn denen was fehlt, dann waren das immer unsere Kinder gewesen, obwohl sie gar nicht beweisen können, dass unsere Kinder da was klauen gehen. Ich meine, da zieht man den schon an, wenn die in schweren Waren fahren, haben so einen Bungalow, ne? Und schönen Garten und so, da sind wir schon der Mittelstand, so, ne? Ich meine, wir haben unsere Wohnung und die Möbel und so, aber die haben ja dann alles, ne? Die können sich dann auf Bar kaufen und die müssen eben auf Teilzahlung kaufen. Sie haben den Aufstieg aus der Obdachlosensiedlung hierher geschafft und zu welcher Schicht würden Sie sich zählen? Ja, nicht direkt arm, würde ich nicht sagen, aber doch so ziemlich mittelmäßig. Ja, also nee, wenn du so nimmst, dann muss ich sagen, da stehe ich noch etwas höher als die Mittelschicht. Also nach oben hin. Also ich ziehe mich immer noch nicht zur unteren Stufe noch immer nicht. Und dann, also so weit doch nicht. Wenn du so nimmst, dann muss ich sagen, da stehe ich noch etwas höher. Ja, hier wohnen praktisch nur noch ein paar von den ganz Alten, ne? Das sind praktisch nur zwei Familien. Das ist die Frau Lisse. Die wohnt von Anfang an hier und mir. Also zwei Stück hier in der Siedlung, noch von Anfang an, ne, wo wir eingezogen sind. Ich wohne ja hier auch als einzige Deutsche hier im Haus. Wenn man am Balkon geht und die Leute da unten spazieren gehen, sonst das, die winkelt schon ab, ne? Wir werden immer ausgeschimpft, heute noch, wir werden alles Asoziale. Ob der Bau jetzt einen anderen Anstrich hat oder der Bau ja selber. Ach nee, wenn ich ein Haus mieten könnte, wäre es weg. Aber ich will hier raus. Aus dem ganz einfachen Grund, weil nämlich hier die ganze Nachbarschaft, nicht die ganze Nachbarschaft, aber da sind verschiedene Familien, die behagen mir nicht. Aber nee, überhaupt der ganze Umgang. Nee, ich gehe nicht so hin. Ich kann meinen Kaffee alleine trinken oder mir Milch oder mir Tee. Ich brauche keine Nachbar. Ja, zu Anfang, wo wir verheiratet waren, wo wir noch in Bingendorf hier wohnt haben, da... Das war die Obdachlosensiedlung. Ja, ja. Ja, die gingen aber auch dann arbeiten, alle Male dort. Aber die standen dann abends vor der Tür. Flasch Bier, was hast du, was kannst du. Und die haben mich da so manches Mal gefragt, trinkst du eine Flasche mit und so, ne? Und ich habe immer gesagt, nö, ich mach das nicht, ich trink das nicht, ne? Ja, und da wurde ich dann natürlich gehänselt. Na ja, du darfst ja nicht, und eine Frau, die schimpft dann mit ihr, du darfst ja keine Flasche Bier trinken. Und von wegen, wenn du freitags mit dem Geld nach Hause kommst, dann musst du ja einen Handstand machen, dann wirst du erstmal, werden die Taschen entleert und all sowas, ne? Ich meine, da war ich nie was drum gehört, also, das ist doch uninteressant, so jetzt. Nö, nee, aber das stimmt schon, da haben sie mich... Also sie hat dich gut erzogen, deine Frau? Nee. Nein,
Nee, würde ich nicht sagen. Sie ist ein bisschen zu alt. Die hat mich nicht erzogen, die braucht sie nicht. Die braucht mich nicht zu erziehen. Nee, das tue ich nicht. Ach Gott. Nee. Nee, nee. Rebecca hat früher als Verkäuferin gearbeitet. Dann hat der Supermarkt dicht gemacht. Sie hilft im Haushalt, seit es der Mama nicht gut geht. Die glitzernde Welt der Mode, des Glamours. Nicht in der Welt. Hansi ist der einzige Mann im Alltag der Frauen. Er hängt in der Wohnung herum, weil er keine Arbeit hat. Mama kann nachts nicht schlafen. Dann schaut sie am liebsten Horrorfilme, bis ihr Mann aufgestanden ist. Ihr Tag beginnt dann mit Reich und Schön. Und vor dem Abendessen gibt's gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich nehme irgendeine Zeitschrift in die Hand und wer lacht mich an? Mein Sohn. Spinner. Ist doch gut. Was ist so schön an Reich und Schön? Weil der Alte, der Vater, der hat den James immer misshandelt. Als Kind. Ja, immer misshandelt. Jetzt ist das erste Mal ja nach Schottland gefahren, um den Vater wiederzusehen. Und die Alte, das ist seine Therapeutin und er ist Professor, ne? Der Junge da. Er ist Professor. Und sie hat mit dem studiert. Ja. Und jetzt hätte er eine Macke. Die Opisse. Die Fuß hier, die hat sowieso die falsche Pannen um Dach. Ja. Und die Schöne, die ist arm oder was? Ach was, da ist noch Schnapsdruck. Ja. Die Sendung ist eigentlich schön, die sind alle mal schön, doch. Nee, die war schön. 1688 Rollen hatte ich schon. Ah, das ist super. Spaß daran zu gucken. Wenn jetzt auf einmal kein Fernseher mehr gäbe, dann würden wir irgendwo hingehen, nur im Fernseher jetzt. Dass wir das nur gucken können. Ja, was aber man jetzt, ja, nein, jetzt, nehmen wir mal an, das Fernsehen gibt es jetzt eine Zeit lang nicht mal, ist eine Panne irgendwie. Du meinst jetzt mit allen Fernsehern? Oder? Allen? Oh boy, ja. Könnte man nicht mit leben. Das Fernsehen würde dir fehlen. Ja. Aber was würde dir fehlen? Aber was? Das Fernsehen ist wichtig, gell? Ja. Bist du denn immer hier? Ich bin früher draußen gewesen, aber hat sich immer nachgelassen. Erst, weil ich keine Freundinnen habe. Wieso? Ja, wenn du nicht rausgehst. Ja, zu Hause ist schöner. Bin ich auch bei meiner Mutter. Bist du am liebsten mit deiner Mutter? Aber deine Mutter hat ja auch gesagt, dass sie irgendwie nirgends wohin geht. Die geht auch nicht. Die Nachbarin, die hat sie schon ein paar Mal gefragt, ob sie einen Kaffee trinken kommt. Und die sagt dann immer, nein, hat keine Zeit und so. Macht sie nicht gerne. Also könntet ihr eigentlich ohne die Außenwelt existieren, gell? Mhm. Und standen Sie sich nahe? James stand eigentlich niemandem nahe. Ich stand meiner Mutter sehr nahe. Wie meinen Sie das? Ich ging mit meinen Fragen... Ach, Sie, Sally heißt das, dann ist die Fuß hier. Mit Stephanie. Gut, mein Bestes. Komm. Ich bin morgens aus dem Haus, ich hatte um 4:30 Feierabend, kriege Monatsende mein Geld. Da weiß ich 100%, ich habe das und das verdient. In der Stundenzahl. Es sei denn, wenn eine Firma Konkurs macht, naja. Papa ist Fahrer und Lagerarbeiter. Seit 22 Jahren transportiert er Chemikalien für eine Spedition. Als 15-Jähriger hatte er eine Bäckerlehre gemacht, weil sein Vater das wollte. Damals, kurz nach dem Krieg, bekam er 4 Mark im Monat und Backpfeifen dazu, wenn die Brötchen verbrannt waren.
In seinem norddeutschen Dorf gab es keine Industrie. Den Bäckergesellen lockten die Lichter der Großstadt. Er zog nach Köln und fing in einer Chemiefabrik als Tagelöhner an. Mehr schlecht wie recht leben. Und deswegen mache ich ja jeden Tag Überstunden nach Möglichkeiten. Was verdienen Sie hier? Bei Normalstunden 12 bis 1300 Mark und ich wäre nett, oder? Auch nach 20 Jahren fährt er noch für den gleichen Chef, bekommt aber nur 1000 Mark mehr. Dabei hat sich in dieser Zeit sogar die Sozialhilfe verdoppelt. Seine Firma wurde von der Konkurrenz geschluckt, die Hälfte der Belegschaft entlassen. Aber der Papa, der hatte Glück, er durfte bleiben. Nach einer Lohnerhöhung traut er sich seitdem gar nicht mehr zu fragen. Ich bin heute noch genauso dankbar wie damals, dass ich überhaupt noch die Arbeit habe. Dass dort der Staat nicht hingeht und fördert hier und hier, dass sie hier in Deutschland mehr investieren, damit sie die Arbeitsplätze sichern und dann. Dann ist das, was mich an der Politik durchstört. Wenn du noch so nimmst, heißt das doch immer noch wieder vom Ausland, das sind die reichen Deutschen. Also muss ich doch bald glauben, dass wir noch reich sind. Man hat zwar nur einen Arbeitsplatz, aber wie lange ist der denn? Bis nächste Woche, und ja, zwei, da weiß man heute die Zeit doch nicht. Wie läuft das denn überhaupt noch? Wir sind zufrieden, ne, zur Zeit. Kann sich aber, man weiß ja nie, wie die Situation ist, aber am gesamtwirtschaftlichen Markt. Also. Ja, ja, ja. Naja, was heißt Angst? Angst. Sicher hat man schon Angst. Das ist ja alles so unbestimmt. Man weiß ja nicht, also mit der Arbeitslosigkeit, wenn man das alles hört von der Jugend und so, die werden ja quasi schon von der Schule entlassen und sind arbeitslos. Montags und Dienstag verteile ich Reklame mit Kontra Ziegler, Kaiser, Globus, Pizza Hut und Mittwochs ist Wochenspiegel, verdiene 970 bis 1072 Mark. Wenn jetzt der Monat neu anfängt, gehe ich samstags, sonntags auch arbeiten. Was möchtest du mal als Beruf machen? Dachdecker. Wie alt bist du jetzt? 24. Warum fängst du nicht damit an? Ja, ist logisch. Erstmal die richtige Arbeitsstelle finden. Wenn ich da hingehe, heißt es anschließend, ja, tut mir leid, die Arbeit ist schon vergeben. Das ist genau auch wie bei der Lagerhalle in Gesermünderstraße. Auch angerufen, kommen Sie vorbei, machen ein Vorstellungsgespräch. Ein paar Minuten später sagt er, ja, die Arbeit ist schon leider vergeben. Ja, für was lassen Sie mich erst hier anrufen, dann vorbeikommen und dann sagen Sie mir prompt, ja, die Arbeit ist schon vergeben. Du würdest gerne arbeiten? Ich würde gerne arbeiten. Und was verdienst du da pro Stunde jetzt? 6-7 Mark die Stunde, 80 Mark Prämie, sind umgerechnet 13 Mark. Und gibst du was der Mama ab? Ja, ich gebe fast, wenn ich jetzt 970 verdiene, gebe ich da 870 Mark meiner Mutter. Weil die muss das Geld ja haben. Möchtest du immer bei deiner Mama bleiben? Ja, ja. Bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Möchtest du weiter wohnen? Ja, ja. Du möchtest nicht eine eigene Familie oder so? Ja, irgendwann schon. Wenn ich mich mal, wenn ich 27 bin, 28. Aber erstmal das richtige Mädchen auch finden, ne? Und Tschutta. Das ist wohl klar, wenn du jetzt hier so ein Mädchen siehst, eingebildet, sprichst sie an, gehst mit mir ins Kino, gar nichts. Super Mädchen, blonde Haare, blaue Augen. Hab ich gefragt, gehst du mit meinem Kino? Geht prompt weiter, sagt nix. Kannst du dir ein Leben ohne die Mama vorstellen? Nein. Ich liebe gerne bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Wenn meine Mutter was passierte, was soll ich dann machen? Heute Abend gehen wir da, aber mein Vater will auch nicht.
weil ich für meine Mutter dann hier sein soll, also ihr helfen soll und so. Da hat er gesagt, nein. Und warum, weiß ich auch nicht. Er sagt nur immer, ich soll hier sein für meine Mutter und so. Und ihr helfen, wie gesagt. Bei der kriegst du viel zu lachen. Wir hatten Hunger. Mit der kannst du sogar Äpfel klauen gehen. Ja? Das ist echt klasse. Finde ich alles an ihr toll. So. Die ist echt total gut. Die. Zwischen den Jared und der schwarz-weiß gerieten Flagge und dem dritten Saisonsieg. Die hat überall nur noch Löcher drin. Überall, alles verbrennt. So oder so, auf Platz 2 wird Jared Gordon die Kindermasse schaffen. Wir haben 10 Runden. Der Teppich versorgt. Und gehen wir immer an, die hat gar nicht. Muss ich jetzt nicht ganz morgen machen. Ich glaube, auf meinem Job ist keiner neidisch. Was kriegst denn du jetzt? Arbeitslosenhilfe oder was? Ja, Hilfe bekomme ich. Wie viel? Ja, alle 2 Wochen 400 Mark und beigequetscht. Aber du hast das Gefühl, du versuchst auch selber nicht genug. Ich bin zu bequem. Ja, dann musst du dir jemanden einen Arschtritt geben, oder was? Ja, wer soll das machen? Ja, Mama. Das bringt sie nicht übers Herz, gell? Nee. Glaub ich nicht. Hm? Darauf vertraust du, dass es nicht übers Herz bringt. Ich spiele vielleicht das auch ein bisschen hoch, so immer. Ich lasse es drauf ankommen, so. Mit vielen, so. Hinweise von WDR 2. Die Polizei meldet Stau bzw. zähfließenden Verkehr von folgenden Strecken. A1 Köln Richtung Bremen zwischen Schwerte und... Welche Hausarbeit machst du am liebsten? Der größte Feind ist meine, ist die Nähnadel. Ja, das mach ich nicht. Also der Nähnadel nicht. Sonst mach ich alles hier. Ja, koche, ja, backe, waschen. Waschen vor allen Dingen. Was machst du im Haushalt? Nichts. Ja, ab und zu mal saugen oder hier die Küche sauber. Früher habe ich jetzt sehr viel gemacht, aber... Ich bin richtig faul geworden. So. Meistens macht die Rebecca, ne? Die sagt, komm. Ja, wenn ich es falsch mache, dann ist er meckern, weißt du? Also, wie man das macht, ist es falsch. Also, wenn du was machst, dann sagst du, lass das sein. Kannst du sowieso nicht, sagen wir mal so. Putzen würde ich auch gern. Dann kochen? Oh, kochen und backen, so alle Hausarbeiten, alles, waschen. Ich musste als Kind schon früher, mit dem Rummelbrett da, rechts und links, und dann wurde das wieder rumgedreht und wehe, das war verkehrt. Und meine Mutter hat das gemerkt, ob ich die Wäsche von rechts und von links gewaschen hatte. Ne? Und dann die Kragen wurde noch mit Seife eingerieben und mit der Bürste geschrubbt. Hast du gern gemacht. Ne? Wie alt warst du? Ja. Ich habe schon früh in der Waschküche bei meiner Mutter gestanden, mit so 12, 14, 13, 14 Jahren. Ne? Dann habe ich in der Wäscherei gearbeitet. Oh, ich habe eine Gepresse und so. Hast schon viel gemacht, ne Mama? Ja. Ich habe keinen Beruf. Meine Mutter stand mit uns alleine, ne? Und da... Wie der Krieg zu Ende war, kam ich aus der Schule. Und dann mussten wir ja Geld verdienen. Meine Mutter bekam keine Rente. Ja, und ich bin in die Fabrik gegangen. Ich hatte als Kind, wie soll man sagen, gar nichts. Nur eine Puppe. Die wurde dann den Speck und Eier vermagelt bei den Bauern. Ne? Und das war das Einzige, was ich hatte. Ne? Und da habe ich mir geschworen, meine Kinder sollen es nie so haben, wie ich es hatte. Papa und Mama haben sich beim Tanzen kennengelernt. Er war der junge Bursche vom Land,
Sie wollte endlich eine richtige Familie haben, suchte Ruhe und Geborgenheit. Wie war das bei der Hochzeitsfeier? Wie können Sie sich erinnern noch? Oh, haben wir ganz groß gefeiert. Ja, 45 Mark, was sollst du für machen? Haben wir denn, wo war der noch? Berliner? Ja, da war ganz super, besser. Es waren drei Berliner. Wir waren jetzt drei Mann, mein Schwager, mein Mann und ich. Drei Berliner und drei Stückchen Pflaumenkuchen. Und für jeden ein typischen Nescafé. Und das gibt es ja jedes Jahr, ne? Ja, mehr aber drei Berliner, drei Stückchen Pflaumenkuchen. Und der ist schon wieder der Maxwell-Kaffee. Er schmeckt nach Maggi. Hm. 32 Jahre. Die kommen mir vor, als wenn da noch gerade ein paar Jährchen sind. Das ist ehrlich. Komm. Wenn er mir jünger ist, steht der ganze alles nochmal zurückdrehen. Ich würde nochmal so heiraten und noch ein Zerzeug wieder machen. So schätze ich ja nicht. Also auch mit deinem Leben. Bitte? Du bist auch mit deinem Leben zufrieden. Oh ja. Ich bin insofern bin ich mit meinem Leben zufrieden. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil ich damals meine Frau hat kennengelernt. Und ich weiß nicht, ich meine, ja, vielleicht hat man einen anderen kennengelernt, das ist ganz normal. Ne? Aber ja, ich habe mit meiner Frau wirklich einen super Schnapp gemacht. Also ich bin echt froh, dass ich sie habe. Ja. Und wenn du drei Eigenschaften, was du an ihr am meisten schätzt. An meine Frau? Die ehrliche Art. Ehrliche Art. Treusorgend. Fleißig. Sauber. Charakterfest. Und sehr, sehr lieb. Dagmar ist Mamas älteste Tochter. Auch sie hat 7 Kinder. Ihr Mann ist Schweißer, der Heinz ist fleißig und geschickt. Jeden Tag kommt Dagmar in ihr altes Zuhause, zu Mama und zur Schwester Rebecca. Für Dagmar bleibt Mutter die einzige und die beste Freundin. Nein, komm hier. Wenn sie Probleme hat und irgendwas, sie kommt zu mir. Ne? Das kann noch die Kleinigkeit sein. Die holt mich nachts um 12 Uhr an. Ach, ja mein, bin ich denn dumm? Ich sag schon, mein Telefon schellt abends. Ja, ja, voll. Ich weiß, dass sie das ist. Also, es ist kein anderer wie sie. Weil sie selbst nicht mit sich parat kommt. Ja. Die Kinder, die sind ja tagtäglich hier, ne? Die kommen von der Schule aus her. Die anderen vom Kindergarten aus kommen her. Das ist ja praktisch, als wenn es meine eigenen sind noch, ne? Bim bam, bim bam, da geht die Schelle. Sitzen nicht gerade, geht die Schelle schon wieder. Die Kilometer am Tag, Junge, Junge, Junge. Wie viel Kilometer Geld ich kriegen würde, wenn ich vom Schlafzimmer bis zur Tür laufen würde. Pass auf, hier sind die 10 Expressionen, hier ist in jeder Wirtschaft, bist du besoffen. Schöne Geschichte, Susan. Ja, das mache ich. Ach, Scheiße, etwa da so. Oh, Oma, das war der Lied. Ich muss jetzt lesen. Ich würde das lachen. Ja, mal, ich habe dir doch einen Haarhalt gekauft. Wo ist der denn? Ja, hoffentlich. Ich werde sich mal schaffen. Ich nicht sagen, was ich. Dagmar, wie alt bist denn du? 16. Wolltest du einen Beruf lernen? Auch mein Vater hat gesagt, das wäre blöd, wenn man einen Beruf lernt. Dann kriege ich auch so Arbeit. Er sagt, das wäre nicht gut für ein Mädchen. Ein Junge soll lernen. Möchtest du gern heiraten, Emma? Nein. Ich bin mit Hunden verheiratet. Ich bin mit den Tieren hier. Warum willst du nicht heiraten? Ich möchte keine Kinder. Ich habe mit meinen Geschwistern früher genug, da habe ich die Nase voll. Ne? Musst du da was tun, dann musst du da, bist du den ganzen Tag am Arbeiten. Ne?
hier ist mittags runter, dann musst du abends noch machen, da habe ich die Nase voll. Irgendwann gesagt, du bist keine Kinder. Wieso ist es jetzt anders gekommen? Weil die Hohle im Kopf ist. Ach komm, da war ich schon viel jünger, ja. Was hast du gesagt? Du wolltest keine Kinder? Ja, ich bin 6 Jahre. Ne? Ja. Warum kriegst du jetzt der Hals nicht voll? Pass mal, ich will schon was sagen. Ne? Ich musste morgens um 5:30 aufstehen. Ja, und? Viel zu spät. Pass auf. Hättest du früher aufstehen müssen. Ja. Na dann. Haben wir schon die Papa, Mama, wie kriegt man das ab? Wenn der Papa nicht kriegt, dann kriegen wir auch ja, ne? Ja. Ja, richtig so. Mhm. Morgens um 5:30, da gehe ich dir auf, bevor die da drüben wach werden, ne? Ja, und? Du weißt ja warum, ne? Ja, ist doch richtig so. Wie alt warst du? Ja, forscht, ja. 14 Jahre. Die haben dich alle drei die Peppers ausgezogen und an die Wand geklatscht. Oh, und ja. Aber wir haben gelacht, ne? Erst haben wir Tränen gelacht. Und dann geklatscht. Haben wir geheult. Und dann haben wir sie verdrängt. Und dann haben wir die Die Eltern besuchen Dagmar und die Schar der Enkel. Mama und Papa freuen sich über das Reihenhaus der Tochter. Seit 20 Jahren schon wünschen sie sich selbst so ein Häuschen. Vor Jahren, so schien es, waren sie nah am Ziel. Doch der Traum zerschlug sich. Ein Makler hatte sie betrogen. Mama musste wieder putzen gehen, um die Schulden zu bezahlen. Hättest gern auch so aus. Ja, ja, klar. Aber? Ach, die ziehen doch jetzt alle aus, als sollen wir zwei noch mit im Haus. Ne? Das kriegen wir sowieso, ne? 2 Meter lang, 60 breit oder so. Den Deckel auf die Nase. Eigene Häuschen. Auch der Dagmar ist in der Wohnung, also das ist eine wirklich schöne Wohnung. Also das gefällt mir, das ist froh. Jetzt auch der Garten und das schön, die Mate, das ist wirklich, also das ist wirklich schön. Der Heinz hat verdient zwar schön Geld, aber seine Miete ist wieder bedeutend höher. Ne? Und ja, dann, also die werden nach wie vor quasi noch mit uns unterstützt. Und im Gegenteil, die werden ja jetzt noch mehr unterstützt. Und das muss die Enkelkinder quasi mitfinanzieren. Freund, die wollte ich haben. Der Aschenbecher. Nee, der Krabbel, der Krabbel. Das ist jetzt der Vorletzte, oder? Der Letzte. Das ist der Letzte. Hoffentlich. Ich hab doch jetzt schon einen Enkel hier, ne? Jessi! Wie viele Enkel haben wir gut? 16, mein Gott, kann 16? Ach ja, ich muss sie jedes Mal abzählen. Ich weiß nicht, wenn ich wenn Jessica jetzt nicht da gewesen wäre, würde man ja nicht schaffen, alleine. Sie hilft viel im Haushalt, dann braucht sie auch nicht arbeiten zu gehen. Wadi? Was ist da? Ja, komm, bleib sitzen, Mama. Du willst keine Lehre machen, oder was? Doch. Was möchtest du machen? Friseur oder sowas. Und hast schon was, hast dich schon beworben? Hast du schon was probiert? Ja, aber war schon voll alles. Schon besetzt. Ja. Und was hast du jetzt vor? Nein. Was? Du willst keine Kinder? Doch. Ein bisschen warten. Hör auf. Noch warten. Und wie viele willst du haben? 4. Hat der einmal bald geklappt. Ihr klappt, wäre ich im August Oma geworden. Du bist, was? Sie war schwanger, sie hat verloren. War tot. Was die zum Tun anders machen? Die sagen, was habe ich falsch gemacht? Was könnte ich anders machen? Nee, richtig. Also wäre mir also lieber nur noch also 2 bis 3 Kinder. Nimm mir keine 7. Ist zu viel Arbeit. War das eigentlich gut, dass du praktisch für die Kinder das alles aufgegeben hast? Ja, wo soll ich die Kinder sonst lassen? Du wolltest mal, was wolltest du werden? Du hast in Zoohandlung und Friseuse. Ja, deswegen, ne, Zoohandlung. Zoohandlung. Sag ich mir ja, also klar, muss ich alles aufgeben für.
der Beruf und alles. Und mein Mann wollte auch nicht haben, dass ich arbeiten gehe. Nee, wenn man seine Frau hört am Herd. Gibt es Frauen, die für dich irgendwie ein Vorbild mal waren? Ja, meine Mutter. Mit den neuen Fans. Wenn ich keinen Rat habe, dann gehe ich zur Mutter. Und sie gibt mir richtig Rat. Die ist eben immer die Beste und bleibt auch die Beste. So eine Krise kriegst du nie wieder. Ich hab Zeugen, dass du das gesagt hast. Komm, tschüss, bis nachher. Komm her. Tschüss. Dagmar ist öfters krank. Bei der Geburt ihres Letzten, des kleinen Manuel, wäre Dagmar beinahe gestorben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die kinderlose Rebecca kümmert sich besonders viel um den Kleinen, ihren Liebling. Mama ist eine gute Oma. Sie hilft nach Kräften, steht Dagmar bei, sorgt sich um ihre Enkelkinder. Gott, wenn ich auch so manchmal gebete habe, da lass bloß nichts passieren, ne? Die Kinder. Also ich würde ja nicht zulassen, dass die Kleinen in ein Heim kämen, ne? Also, da wäre ich schon keine Oma, ne? Also könnte ich nicht, also ich könnte mir nicht vorstellen, wie unser Lucky oder... Nee. Manu, guck mal. Komm her. Komm zum Hansi, komm. Komm her. Komm her. Du machst nur Ruhe. Ich möchte also nie heiraten. Wenn, dann heiraten irgendwo auf dem Land, wo mich keiner kennt. So. Aber Chorweiler? Weißt du, wo jeder dann guckt, so, guck mal her. Das ist doch der von da hinten aus der Straße. Und da stehe ich nicht drauf. So. Die Assis heißt es dann, weißt du. Und wenn, dann nur ein Kind. Ich möchte nicht so viele Kinder haben wie meine Schwester oder mein Bruder. Die sind ja kaputt, ey. Mein Bruder, der hat 8 Kinder, meine Schwester hat 7. Was haben die denn vom Leben so? Doch gar nichts. Ich bekomme Arbeitslosenhilfe, aber so viel ist es auch nicht. Ich möchte gerne arbeiten, so. Und es wird auch nicht lange, glaube ich, nicht lange dauern, so. Dann habe ich einen Job, so. Mir kommt das ja selber vor, ob ich wie an Mamas Zipfel hänge, so. Ich bemühe mich auch ein bisschen um Arbeit, so. Aber überall kriegst du ja dann zu hören, so. Ja, nicht qualifiziert, so, oder schulische Ausbildung nicht gut, so. Dann hat man immer, die Absage, so. Oder vertrösten sich, ja, wir rufen später an, so. Ohne Papier bist du ja nur ein Handlanger. Sag ich jetzt mal so. Einfach nur Arbeiter. Frau Reinhold, bitte. Aber komm mal rein.
anders machen. Wir brauchen ja nicht immer über das Arbeitsamt. Das kotzt mich nämlich an, so, weißt du? Gib mir, ich krieg zu Hause zu hören und von euch. Auf einer Seite, weißt du? So hab ich keinen Bock mehr. Also, jeden Tag wird man daran erinnert. So. Ich kann ja froh sein, dass ich noch Retterkauz habe. So. Und zu mir, ich wie andere auf der Straße, wie ein Penner. So. Und sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, so Schnurren und Hallenbrose, so ein paar Zigaretten oder für ein bisschen Essen. So. Also ich kann froh sein, dass ich noch meine Mutter habe. So. Ich habe abends so mal im Bett einfach so einen Traum gehabt, so wie in Amerika, so einen Kasten bauen und dann vielleicht am Bahnhof Schuhe zu putzen von den Reisen. Wie in Amerika, warum soll das denn hier in Deutschland nicht gehen? So. Und ich schätze mal, wenn du von morgens 8 bis abends 6 Uhr machst, kommt bestimmt 200 Mark zusammen. Und davon kann man sich ja auch was leisten. Nur die Hemmschwelle müsste ich überwinden, das ist das Problem bei mir. So. Ich würde... Wenn da viele Leute vorbeikommen und mich da angucken, so, dann heißt es nachher, guck mal der da. So. Leute, die mich kennen, guck mal, jetzt muss er schon Schuhe putzen. Das wäre ja hart so. Ein bisschen schäme ich mich. Vielleicht in einer anderen Stadt, so, die mich nicht kennen, ja doch. Und dann ganz groß aufziehen. So. Mit 10, 20 Mann und dann für mich arbeiten lassen. Ein Traum. Mein größter Traum wäre, mit ihm einen Tag zu verbringen. Das wäre mein größter Traum. Er macht, hat viel Geld. Er hat ein Jahreseinkommen von Ferrari, 40 Millionen. Also es war vor, sagen wir, 5 Jahren war es finanziell besser. Ich hatte einen Beruf. Wir konnten uns ein bisschen mehr leisten. Also wir können uns auch so leisten, aber es war mehr Geld da, aber es war nicht am Monatsende so zum Knabbern. Und ich konnte öfters mal im Kino, ich konnte mehr Sachen leisten, so. Knapp, vorne haben wir wieder den Salz. Ja, du gehst aber im Keller. Ich gehe schön nicht in den Keller. Du hier ist in den Keller. Wo ist dein Deckel? Hier findest du auch nichts. Ja. Hans, wann hast du die Volksschule fertig gemacht? Habe ich gar keine Volksschule gemacht. Hast nicht abgeschlossen? Ne. Bist direkt weg und willst arbeiten? Ja. Und wie hast du dann Lehrstuhl? Weil dir wegen Geld zu Hause hat gefällt. Mhm. Ne? Wolltest du gleich Geld verdienen? Ja. Und hast Arbeit gekriegt? Ja, nicht direkt. Also dann habe ich vom Arbeitsamt so 9 Monate Lehrprogramm gemacht, als Schreiner. Wolltest du Schreiner werden? Ja, wollte. Aber? Keine Arbeitsplätze, nichts da. Nix? Nix. Keine Lehrstelle gekriegt? Und was hast du dann gemacht? Ja, und dann habe ich mal hier ab und zu mal so geholfen, hier auf der Firma. Und dann hat der Boss gesagt, ja, dann nehme ich den Jungen. Was soll er denn auf der Straße rumstehen? Dann hat er mich genommen. Dann hat er erst gesagt, kriegst du 7 Mark die Stunde und jetzt kriege ich also 8,50 die Stunde über den. Und jetzt bist du fest angestellt? Fest angestellt. Und hast du mal einen Traumberuf gehabt, einen richtigen? Ja, Bulle, ein Polizist. Bulle? Ja, Bulle. Und dann? Wurde nichts raus. Hast du Angst, dass du irgendwie sowas mal erlebst, arbeitslos zu sein? Ja, habe ich Angst. Ja? Aber ich bin froh, weil ich hier arbeiten kann. Ja, klar. Ja, aber ist doch scheiße, du hast kein Geld, du hast mal Kinder später, bist verheiratet, kannst nichts bezahlen, so. Dann lebst du nur vom Sozialamt. Und dann sagen die anderen, guck mal, der geht am Sozialamt, so. Was möchtest du so für die Zukunft wünschen? Ja, weil es keinen Krieg gibt. Alles gut, ja. Und sonst noch für dich persönlich?
Eine nette Frau so. Muss gut aussehen. Und Geld soll sie auch haben. Ja, klar, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Ja, kannst du dich noch ein bisschen erinnern an den Jungen in der Bundeswehrjacke da? Er wollte mal Polizist werden, so wollte eine Frau haben, so gut Geld verdienen. Ja. Und dann wurde die Firma kleiner gesetzt und dann kamen noch andere Probleme dabei bei mir. Als ich auch von der Schule kam, hatte ich ja Probleme mit dem Schreiben und mit dem Lesen. So konnte ich ja nicht. Und da habe ich ja nachher, nach der Arbeit, so bin ich in meine Volkshochschule gegangen. Also ich kann lesen, ich kann schreiben, alles so, weißt du. Aber wie ich aus der Schule komme, hatte ich da, konnte ich das nicht so. Ja, das würde ich alles anders machen, weißt du. Wenn ich aus der Schule komme, weiß ich dann auch was könnte, weißt du. Ja, sauber, ja, was denn? Sauber, Achtung. Das ist schrecklich gewesen. Ach, ja, wo dann? Da ist hin doch hier. Ach, nö. Und gehst du jetzt da trotz, dass du Schreberpfeifen fressen? Ich muss mal wieder eine rauchen. Mein Körper verlangt, dass der raucht. Mhm. Du hast eigentlich geraten, ach, das brauchst du nicht fertig machen, die Schule damals. Das, würdest du das heute auch noch genauso tun? Nee. Der Fehler, den hatte ich nur einmal gemacht. Also das zweite Mal also noch einen Fehler machen, nein. Auf keinen Fall. Und wenn die da in der Schule nichts gelernt haben oder nichts können oder was, dann kannst du die ganze Arbeiterei vergessen. Also dann hat er ja keinen Zweck. Ja, Zweck. Andreas, so von den allemal der Bravste, ne? Schon immer gewesen, auch als Säugling. Und war immer, und ist auch heute, ne? Noch immer verlassen. Und mit dem kannst du über alles reden und der putzt sich um und darf, ne? Wenn ich sag, du sagst nichts und dann ist er doch gewonnen, ne? Sie haben sich alle Kinder gewünscht. Ja, bis auf die letzte, ne? Ja. Der wollte mir nicht. Und dann ist jetzt der Beste. Ja, da muss man verstehen. Die hat immer die Pille genommen. Man hat Arzt gesagt, ja, nach 2 Jahren, da muss man die Pille absetzen. Und da hat die nicht gemacht. Naja, jedenfalls, ja, nicht schockiert, wirklich schockiert. Ne? Ja, die ist dann zum Frauenarzt gegangen und ja, vom Wegen wegmachen und so. Das sagt er nachher. Oder am Frauenarzt hat die gesagt, ne? Wo 8 Kinder groß werden, wird der 9. groß, ne? Genau. Ja, das war wirklich froh mit dem. Das ist wirklich der Beste noch. Kannst du mal meine Cola da hinten geben? Kann ich. Du sagst auch. Ich wollte mal so sagen, ich bin stolz auf den Kim, weil er auf sich selbst was gemacht hat, ne? Also. Er hat sich noch seine Arbeit selber gesucht. Er wusste, was er wollte, vor allen Dingen erstmal, ne? Dachdecker, ne? Ja. Er macht jetzt 4 Jahre, ne? Im 4. Jahr. Dann hat er sich ja seine Freundin alles
aus sich raus, ne? Aber hat dir das jetzt wehgetan, dass der aussieht? Ja. Was? Erzähl mal. Ach, was heißt, erzähl mal. Mit gerechnet hatte ich und dass er auch mal ausziehen würde, ne, aber dann war der sonntags morgens, ich lag noch im Bett, 9:30 geht das Telefon. Ja, Mama, es ist Kim. Ja, sagst du, was ist? Ich hatte erst gedacht, wer was passiert, ne? Ja, sagte für mich, steh mal auf und dann kommst du mal rüber zu mir. Wie sagst du, kommst du mal rüber zu mir? Wo denn? Ja, in meine Wohnung. Wie sagst du, in deine Wohnung? Ja, sagte, ich habe einen Schlüssel schon, seit, ich war so richtig verdattet, ich konnte den Moment gar nicht so packen, ne? Ja, ich sagte, ich komme gleich. Und dann hat er uns dann so praktisch vor der Tatsache gestellt. So, das gefällt ja auf einmal so wie so ein Hammer. Dann kam ich vorbei und da hat man schon gesehen. Und hat es ja weh getan. Obwohl, weit ist es ja nicht, ne? Ich bin 21. Ich will mal auf eigenen Beinen stehen, ne? Wieder mal auf Mama anlegen. So, da ist meine neue Wohnung. Meine und meine Freundin, ne? Hier ist die Küche. Hier ist das Badezimmer. So, hier ist das Wohnzimmer. Soweit wie fertig. Hier vorne ist das Schlafzimmer. Zwar klein, aber hier möglich. Und wo ist jetzt deine Freundin? Die ist arbeiten. In der Bäckerei. Kommt später. Kim, aber wie ist es, auf einmal zu zweit zu wohnen und wo man vorher zu mehreren gewohnt hat? Ist dann leer, man sucht die Leute. Fehlt dir das? Auf einer Seite ja, weil hier ist so ruhig und zu Hause immer mit Action so. Weißt du? Weil dich das nicht manchmal das Action genervt? Nö. Was ist denn deine Beziehung zu deiner Mutter? Du verstehst dich gut mit ihr? Mit ihr kann man auch Quatsch machen. Egal. Mit meiner Mutter kann man auch Quatsch machen. Alles Mögliche. Ist auch eine Freundin für dich? So gesagt, auch die Beste so. Hast du geweint? Ja, das ging ja ein bisschen ziemlich nah. Er war auch ein paar Tage nicht ansprechbar. So. Weil, so. Wenn der Kim so abends von der Arbeit kam, ne? Und wenn man manchmal nicht gut ging, und ich im Bett lag, dann hat er sich immer neben mich gelegt, auf dem Vater sein Bett und hat mit mir erzählt, mit den dreckigen Arbeitsklamotten. Und oder er saß vor dem Bett mit seinem Kaffee. Ja, das ne, ist alles so. Doch, das ist aber ganz normal. Ja, bei dir ist ja alles normal. Ja, sicher ist das normal. Wie lange wohnst du denn noch? Ja. Da seid ihr doch reich, ne? Wie lange hat er warten oder seit der Woche? Ja, da muss man halt mit fertig werden, ne? Das ist schwierig. Ja. Er war der Kleinste. Hättest du am liebsten, wenn alle bleiben würden? Ach, was heißt alle bleiben würden? Wenn man so sagt, ja, ne? Schon, das wirklich schön wäre. Das wäre so ein schöner, großer Bauernhof, ne? Weißt du, Peter, das wäre klasse. So ein schöner, großer Bauernhof, da hättest du einen großen Garten, ne? Habe ich mir auch schon mal so, weißt du, so vorgestellt, weißt du? Und ich würde jeden Tag mit den Schweinen auf der Arbeit. Die würde ich in den Garten stecken, ne? Also die Pens, also ich würde gern den ganzen Haus machen. Kannst du vorstellen, also, ich wollte die Kühe melken. Ach, halt, bist doch mal ruhig. Nee, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob du das verstehst, Jobi. Ein schön großer Bauernhof, da wohnt der Peter, ja, da wohnt der Heinz. Da wohnt der Heinz mit seiner Familie, ne? Und gekocht wird dann zusammen und wir würden abends alle mal aus einem Pott essen, ne? Ja, man kann sie nicht festbinden, ne?
Ich habe eine. Komm her, komm mal. Komm mal. Komm. Doch früher war ich immer weg gewesen, aber jetzt nicht mehr. Hat sich immer nachgelassen. Ja, zu Hause ist schöner. Bin ich auch mit meiner Mutter. Bist du am liebsten mit deiner Mutter? Mhm. Ja. Nee, mit meinem Ex-Freund war ich früher immer weg. Ja? Ja. Wohnt im Weihertal, wohnt der. Da hat er gearbeitet. Da, wo du gearbeitet hast? Mhm. Hausdetektiv war der. Aber er ruft immer an. Ja? Das macht er. Also ihr seid noch befreundet, oder? Befreundet sind wir. Also nur am Telefon. Aber so nicht. Weil der noch eine andere hatte. Und seitdem will ich auch keinen mehr. Bist du dann traurig gewesen? Mhm. Mit dem Hund kann man auch gut sprechen, ne? Der gibt ja keine Widerwörter. Mit dem kann man auch reden. Ja, nur wenn ich ihn rufe und so. Sag, komm, komm doch. Seid ihr ausgegangen abends? Bist nie tanzen gegangen? Ich hasse Tanzen. Wieso? Was ich nicht kann. Das lernt man doch. Nee, ich kann das nicht. Nee? Hm. Muss immer einer dabei sein. Sonst gehe ich nie. Also wenn jetzt mein Bruder so im Kino gehen würde, dann würde ich mitgehen. Aber nicht wenn tanzen. Oder auch wenn ich jetzt alleine im Kino gehen würde, nie. Ja, wenn so viele Leute jetzt sind, so wie bei Karstadt und so, dann schon, dann kriegt man Angst und so. Dann fängt man auch an zu schwitzen. Ja, Wahnsinn. Hast es geschafft. Ja. Ob du heiraten willst? Ich? Nee. Nie in meinem Leben. Du willst nicht heiraten? Nee. Warum? Sind die Männer so fies? Die sind bescheuert. Die sind krank im Kopf. Wieso? Nee, ich heirate nie in meinem Leben. Ey. Was hast du gegen Männer? Ja? Haben sie dir wehgetan, oder? Da bin ich ja nicht mehr bei meiner Mutter. Ach Gott. Da hörst du die doch schon wieder, ja. Die kannst doch schon auswendig. Phantom der Oper. Oper, Operetten. Denkst du, dass deine Kinder glücklich sind? Ja, ich nehme es doch an. Ich weiß es nicht. Wenn sie nicht glücklich wären, wären sie ja ausgetrocknet, ne? Wäre ja keiner hier. Oder würden nicht herkommen, ne? Da würden sie ja da denken, Alter, rutsch mal einen Puckel runter, ne? Ja. Aber der Kontakt reißt ja nicht ab. Also muss. Ich weiß auch nicht. Ich meckere auch mit ihnen, aber hallo. Oh, was haben wir, Frieda? Ja, aber ich süß. Ich mag ja süßes. Was ist süß, Junge? Steht nicht hier um dich, ist im Schrank, ist im Schrank. Aber Mensch, hast du hier. Ja. Sag mal, der Andi, der schaut ja ganz anders aus als früher. Hat der Schuppenflechte, oder? Das ist schlimm. Mit der Schuppenflechte, das kann ihm so als Mutter an den Nerven gehen, ne? Also, aber Gemüt für mehr. Weil man ja vorher hatte ja nie was gehabt, ne?
Das fing ganz, ganz langsam an. Seit wann hast du das? Schon seit etlichen Jahren. Wie alt bist du? 30. Ja. Mit 21 hat er 9 Jahre. Mit 21 hat er dann. Ja, wenn ich im Urlaub bin, dann ist das halt ein bisschen weg, aber er kommt immer wieder. So ganz weg wird er dann immer gehen. Was soll ich machen? Weil das ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Hemmung macht, ne? Wenn man jetzt mal schwimmen gehen würde und so, da kann man nicht schwimmen gehen. Ne? Also, Ich würde ja gerne schwimmen gehen, aber wenn ich jetzt mit einem Mädchen da irgendwo rum bin und so, und die würde wahrscheinlich auch denken, ja, was hat der denn und so, ne? Wie sieht der denn aus und so? Ne? Aber so in Disco oder so gehst du nicht? Nee, Kneipe bin ich kein Typ für, da habe ich kein Interesse dran. Ja? Ne. Weil ich auch kein Bier trinke, so. Was soll ich in der Disco oder in der Kneipe? Nichts ich gar kein Alkohol, ne? Nee. Kein Alkohol. Alkohol und keine Zigaretten. Andi, was magst du an Rambo? So, den seine Art, sich durchzusetzen und so. Der, also der erreicht auch, was er will, ne? Und das ist absolut der Typ. Also, wenn er was erreichen will, so, dann schafft er auch ziemlich gutes Durchsetzungsvermögen hat da. Und du? Ja, ich auch. Was hast du bis jetzt durchgesetzt? Na, dass meine Geschwister so auf mich hören und so, das habe ich ziemlich durchgesetzt. Ne? Also, dass sie mich recht akzeptieren so, dass ich, wenn ich sage, was, ne, dann sollen die auch darauf hören und so. Das haben sie früher nicht gemacht. Und jetzt ist das alles wunderbar. Sag mal, was könnte dich glücklich machen? Eine richtig feste, nette Freundin, also die auch bei mir bleiben will. Mit der eine eigene Wohnung haben und so. Das würde mich echt glücklich machen. Du hast doch eine Freundin. Hast du das Gefühl, oder hast du manchmal Angst, die könnte dir weglaufen? Ja, das Gefühl habe ich meistens schon. Wie geht das? Da habe ich auch furchtbar viel Angst, weil wenn die jetzt weglaufen würde, ne, dann würde ich wieder alleine und da habe ich keinen Bock. Also bei meiner letzten Freundin war das so. Erzähl mal. Ja, ich hab dir mal so was gekauft zum Anziehen, ne, so eine Hose. Und dann 2 Tage später macht sie den Schluss. War nur das weil, die, war das? Ja? Nur weil sie einen anderen Freund gefunden hat. Und der war reich oder was? Ja, also hat ja auch mehr gekauft und so, also so Sachen geschenkt und so. War das die Freundin, der du die Rosen geschenkt hast? Ja, genau. Erzähl doch mal. Ja, wie diese Geburtstag hat, da hatte ich ihr ein paar Rosen gekauft, so 70 Stück. Ne, und so. Wie viel? 70. Das ist ein Haufen Geld, ne? Ja, ja. Das hat dir nicht gereicht? Nee, hat dir nicht gereicht wahrscheinlich. Da hat der echt drunter gelitten, ne? Die hat die Geschenke angenommen und hat dann gesagt, ja Andreas, ich bin wieder weg, ich komme nicht mehr. Das war hier an der Tür. Wie der dann die Tür zumachte, sagst du, was ist? Weil ich das sah, ne? Da hat sie echt Angst gehabt, der hätte das auch gemacht. Ey. Ja. Ja. Was möchtest du für die Zukunft wünschen? Ich bin selbstständig, also nicht abhängig von meiner Mutter, so wie die Dagmar und so. Ich möchte mein Leben selbst gestalten. Und dann ein Ziel setzen und das auch erreichen. Das ist ja auch so, früher sind wir oft schwimmen gegangen, ne? Also vor 10 Jahren so rum. Da waren wir eine Riesenklicke, sind oft schwimmen gegangen. Aber nachdem das dann rauskam und so, ne? Also die anderen sind zwar immer weitergegangen, aber ich bin nicht mehr mitgegangen. Und da wollte ich mich halt von absondern, ne? Und nicht so das erst so auf mich zukommen lassen, dass Leute irgendwie fragen und so, ne? Was ist das und so, ne? Der kann in Kur. Geht er nicht. Aber es gibt eine Kur? Ja, es gibt für Menschen, die das gibt, eine Kur. Ja. Da möchte ich mitfahren. Ne? Da müsste ich mitfahren. Dann würde er gehen. Wieso? Er ist auch 30. Hätte damit nichts zu tun. Hast du nicht das Gefühl, dass sie auch mal selber was wagen müssen? Ja, sicher. Aber ich weiß nicht. Das ist ein ganz eigenartiger Typ. Er schlägt ganz aus der Bahn, ne? Die sagen schon immer, ja, die Mama fährt mal weg, Andy, wir machen dir dann ein großes Bild hin, da kannst du sie immer angucken, ne? Die verarschen den ja hier immer, ne? Da sitzt er mit so einem Bart da, ne? Dann kommt aus dem Zimmer ja nicht raus. Der hängt so an dich? Ja.
Ja, meine Mutter, die mag ich halt für sich am gernsten von allen, ne? Also, vor allen Dingen, weil die mir auch so immer hilft, wenn ich zum Beispiel Probleme habe und so, ne? Dann kann ich sagen, hier so und so, ne? Und dann sagt sie, ja, ist gut, das kleine Problem machen wir und so, ne? Also du bist ja gerne bei deiner Mama, aber ja, ich meine, natürlich ist man gerne bei der Mama, ist klar. Ich meine, man hat es ja hier gut, ne? Also, man braucht sich nichts um zu kümmern und so, ne? Ich meine, so schon eine eigene Familie vielleicht. Das wäre schon. Weil Kind und so, muss man auch für aufkommen und so. Was? Was kaufst du? Spaghetti. Oh. Immer so das Thema hier ist immer zu wenig Geld, ne? Also Mama kommt kaum über die Runden. Vor allen Dingen, weil der Kim ja jetzt ausgezogen ist und so, da fällt auch einer, der ein bisschen Geld reinmacht, dann, ne? Muss auch bei Nummer 1 sagen. Ist du auch beim Kim, bitte. Mache ich mir auch ein Sparkästchen, das ist bei mir auch. Das sind 10 Döner weggekommen. Du hast das Gefühl, dass es dir heute schlechter geht als vor 20 Jahren? Nö, ja, nö, also so gesehen muss ich doch schon sagen, wir uns das schlechter. Ja, finanziell. Und wir zahlen hier ja auch schon jetzt 1200 Mark, ne? Und früher 5. Sind sie 100 Mark Miete, das kannst du auch schon ein Haus verbieten, ne? Ja, ihr seid damals mit 400 Mark was reingekommen? 492 Mark 75 sind wir hier eingezogen, jetzt bezahlen wir knapp 1300 Mark. Dann hast du das Licht, Telefon. Das geht immer ja zusammen, die Versicherungen, ne? Das ist viel Geld. Naja, die Schulden haben wir nach wie vor noch. Aber nicht so viel. Also. Ja, doch, muss ich auch schon Abstriche machen. Ich meine, früher, da konnte ich schon eher mal sagen, komm, wir fahren mal schnell mal weg, wir fahren mal da ein Eis essen oder fahren mal da mit Essen oder ich kann mal dies mal kaufen oder kann man das mal kaufen. Und das fällt mir doch eher, wie gesagt, jetzt schon doch schwerer. Glauben Sie, braucht eine Person täglich, um zu leben? Oh. Das war ehrlich gesagt 40, 50 Mark, würde ich sagen. Pro Tag? Ja, wenn man einigermaßen gut leben will. Sie haben jetzt die Miete mitgerechnet oder ohne Miete? Nein, ohne Miete. Wissen Sie, dass in Ihrer Familie pro Person 4,15 Mark zur Verfügung stehen? Ja, nee, das wusste ich nicht. 4,50 Mark? 15. 15? Oh, nee, das wusste ich nicht. Ja, kann man denn damit rauskommen? Moment. 4,28 für das Gatt. 1,50 Mark die Dose Kohle, die 5,80 Mark. Ja, nein, komm. Du hast mir je die Tabletten bezahlt, 2,35. Heute hat die Familie 11,70 Mark pro Kopf und Tag zum Leben und kann sich damit noch weniger als vor 20 Jahren kaufen. Ja, und 28 Schwänze, dann hat er es bezahlt. Ja, nicht stimmt. Also 5,78, ne? Also, alle werfen ihr Geld in einen Topf. Der wird vom Finanzminister Mama verwaltet. 7,50 Mark kriegst du von mir. Ich hatte ja 4 Mark die Junge, ne? Ah ja, stimmt. Der Kim fehlt. Also, das sind doch allerhand Marken, ne? Die weggefallen sind. Und deswegen muss man schon doch mehr einschränken. Ja, der Sprit, der wird auch ewig teurer, ne? Wird teurer, der Sprit. Was? 18 Pfennig. Wieso? Ja, wird wieder teurer. Wird es klar. Hat er doch eben gesagt. Andreas könnte mit dem Fahrrad fahren, der arbeitet auch da vorne. Ja, ich würde sagen, wenn der Sprit teurer wird, schafft das Auto ab, bevor ich mit dem Fahrrad hätte. Dann kannst du das Auto bald abschaffen, oder bleibt das? Ja. Was willst du ein Auto? Ich muss ja ein Auto haben. Ja, aber kleiner. Ja, geht wohl doch nicht. Das war der Arzt, was bei Aldi kam heute. Das ist nicht, dass das Auto raummäßig kleiner wird. Nein, das Auto blieb.
Das ist ja nur wegen der. Der Auto wieder abgeschafft, Mann. Da hat er weniger Sprit braucht. Du vielleicht. Hab ich dir noch was zu sagen? Was frisst du? Da sitzen die Messer locker hier. Also, wenn noch mir alleine ging, die stehen da. Die stehen weg. Der Hund, der kann auch wieder dran setzen und lässt das Tier auf. Der tut sein Kind mit der Nase. Hey, lässt du? Also, jetzt ja, willst du raus. Ich weiß auch, wenn der Alte schlecht drauf ist, ne? Na ja, immer vom Buckel. Soll sich auf die Couch legen, Augen zu machen, schlafen, ne? Aber nur, mit dem kannst du dich nicht zanken. Ja. Nee, kannst du nicht. Nee, ist nicht drin. Ach wo. Und man sagt, gut Gewitter, reinigte Luft, ne? Aber das kannst du mit dem nicht, ne? Da zieht sich die Jacke an. Ich fahre mal am Karstadt an, ne? Oder er sagt, ja, ach, halt die Bubble und geht und legt sich hin, ne? Aber Zecke kann ich mich nicht mehr. Ne. Ja, er darf alles essen. Aber eine Woche nicht alles zu wissen, ne? Mann, ich bring ihn jetzt runter. Wir kümmern uns halt jenseitig im Kopf voll, ne? Das tun wir nicht. Aber wir haben halten zusammen. Das ist wie bei den Musketieren. Eine für alle oder alle, eine für alle, ne? So oder wie das da heißt, ne? Doch, zusammenhalten tun wir, ne? Ja, das haben alles von Mama. So, ihr müsst alle ein bisschen zusammenhalten, weil einer alleine packt das vielleicht nicht und so. Ich meine, Zusammenhalt ist schon groß hier. Und ist auch wichtig hier. Ich weiß ja ganz genau, wenn ich jetzt mal arbeitslos werden sollte oder was, ne, dann wüsste ich ganz genau, dann könnte ich hier bleiben und so. Also nicht, dass mein Vater dann sagen würde, komm jetzt ab, ne, und so. Ich würde mir auch dann weiter gut gehen und so. Ne. Also brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Wenn jetzt jeder nur viel an sich denken würde, ne, das wäre auch nicht so schön. Ich meine, müssten alle schon ein bisschen zusammenhalten. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass der Hansi arbeiten geht, damit das alles ein bisschen noch besser, also vom Finanzieren her ging und so, ne. Das ist manchmal, da haben wir uns manchmal richtig in der Wolle, ne. Dass ich sage, so für 10:30 so, komm, Fernseher aus, oder zumindest leiser, ne. Damit ich pennen kann, dann sagt er, wie pennen und so, ne, so Sachen. Wieso? Ja, der geht ja dann nicht arbeiten, das ist mir egal. Ja, klar, er hat ja auch meistens Nächte, wenn man sagt, die Frau auch hin zu mir. Ja. Muss ich mir recht geben. Ja. Aber die haben nicht. Wir haben so viele Arbeitslose hier in Köln. Ne, die werden mich nicht nehmen, so. Was? Du willst bei uns arbeiten? Ne, lass mal's denken, du.
Rebecca, komm mal her. Chef ist unterwegs. Du kennst doch die Gallo-Tabletten, ne? Was sind so dicke weiße Tabletten? 4 Stück in der Mitte, 2. Bring mal die mal her. Das sind nämlich die Gallo-Tabletten. Wo bin ich denn die? Mama wiegt noch 37 Kilo. Sie ist sehr krank. Schon länger. Aber was sie genau hat, will Mama für sich behalten. Häng die Wäsche ab. Abhängen? Hol mal Korb. Hol mal Korb im Badezimmer, du Tortel, du. Das ist ein Brennen. Also ganz schlimm. Jetzt so in der Zeit, wo die Mama immer so krank ist, dann macht man sich schon Gedanken. Wie, ich weiß nicht, wann das war, wo die hinten im Schlafzimmer so schwer gelegen hat, wo sie so krank war. Und da denkt man sich schon, was ist jetzt mit der Mama? Und ich habe auch hier immer gefragt, wie zum Beispiel, da habe ich gefragt, was ist mit der Mama? Und dann, da ist nichts. Ne? Obwohl dann, das glaube ich, also ich glaube dann nie. Ne? Also ich hänge dann immer hinter, ich sage, was ist mit der Mama? Ne? Auch die Rebecca, die kann ich dann auch fragen, was ist mit der Mama? Nichts. Und so, obwohl ich kriege es ja auch mit, ne, wenn sie halt im Schlafzimmer liegt, ich kann mich nicht bewegen, mit und hat weh und das, ne? Ich meine, mache ich mir natürlich auch große Sorgen. Gut. Ah, ich habe eine Scheiße gemacht. Was hast du denn hier träumt? Von Chantal gekauft. Von mir? Ich habe Sergi gekauft. Was hast du? Hans Peter. Ja, Sergi habe ich gekauft. Ja, schön. Das ist ja doch. Ja, wie ist. Aber frag nicht, was für ein Preis dafür. 13.000 Mark. Das ist ein gut. Warum sagst du? Du kaufst aber immer so. 13.000 Mark. Du kaufst so Sachen. Also ich weiß ja nicht wofür. Das war eine Suche. Ich weiß ja nicht wofür. Ich habe auch nicht eben schon für ihre Tasse. Ist der wirklich vor? Und dann liege ich hier, denke ich, oh, was ist, ne? Hoffentlich ist nichts mit der Mama und so, ne? Also richtig ernst. Also ich meine, will man schon gar nicht dran denken, weil das ist, ne? Ich meine, das ist schlimm, wenn sie nicht mehr da ist. Hast du schon mal geweint für die Mama? Ja, ein paar Mal. Ich habe das schon oft geweint. Also einmal, wie ich die Dackmann nach Hause gefahren habe und so. Und, weil da war auch irgendwas mit der Mama und so. Und dann habe ich gefragt, was ist? Und die Dagmar, nächste Mama muss morgen erst zum Arzt kommen und da erfahren wir weiteres. Und da habe ich dann im Auto geweint und so. Und da hat die Dagmar auch gesagt, wenn irgendwann mal, also die hat gesagt, wenn die Mama irgendwann mal stirbt, ne, weil irgendwann sterben ja so alle. Und so hat die Mama gesagt, dann soll ich mich ganz besonders um dich und um die Rebecca kümmern. Und allein schon der Gedanke, der macht mich manchmal verrückt. Ne? Also wenn ich daran denke, oh, die Mama ist so schnell da. Ja. Da haben wir so schon so manchmal drüber geredet, ne? Tja. Dann ist, wie soll ich sagen, man kann sagen, für ihn der Ofen aus, ne? Weil er mit jedem, er kommt ja mit allem an, bei mir, Nippesing Vater. Ich sage immer so, ne, ich weiß es dann nicht mehr. Ne? Ich mache mir schon Gedanken darüber, was so mit ihm ist, hauptsächlich durch die Krankheit mit ihm. Ne? So, dann muss ich jetzt vor ihm zahlen. Das muss man natürlich, wo kommt der Schwarze hin? Hm. Das dahin. Langsam so weiter. Ja, dann muss doch wohl so rein. Oder nicht? Tatsächlich. Wenn ihr heute oder morgen mal passieren sollte, ich weiß nicht, was ich dann machen würde.
Also ich glaube, man weiß es nie im Voraus, da muss man dann alles so auf sich zukommen lassen, ne? Aber im Moment, also wenn, also das wird das Schlimmste, was mir passieren könnte. Also wenn die heute und morgen nicht mehr wäre, also wirklich, das ist nur in einer Beziehung, da muss ich auch sagen, ich möchte auf der einen Seite möchte ich auch mehr so mal verwöhnen, ich möchte mal mehr mal so was Gutes geben und so was, ne? Aber ich weiß nicht, manchmal fehlt die Zeit und natürlich auch das Geld, ne? Ich würde ja mal so was, den Schenk oder irgendwie was, ne? Aber das ist momentan nicht drin, ne? Hier an dem Wort vorbei. Ja, hab ich dir gesagt, der ist heiß. Hier aus der Ecke raus. Wenn meiner Mutter was passieren würde, ich glaube, da würde ich nicht mit fertig. Nee. Meine Mutter hänge ich am meisten. Der bleibt da. Und dann kommen meine Kinder und mein Mann. Ihr habt jetzt hier vor Weihnachten eine Zeit. Ja, den verstehe ich. Echt gedacht. Würde Besteck abgeben. Ja. Weihnachten erlebst du nicht. Hm. Echt gedacht. Also. So ist es aber gewesen. Ne? Hm. Ich hatte aber auch panische Angst davor. Mama, wo ist der Dunkel von Mama? Aber so, wer ist es vor Tod selbst? Hm. Ne, da habe ich viel Angst vor. Du warst schon mal eine Zeit, aber da muss man sich mit auseinandersetzen, ne? Ja. Sich darüber Gedanken machen, ne? Und so, bloß das Einzige ist, na, sehr. Ne? Kann ich dir sagen, was das ist. Hm? Sie macht sich Sorgen um die anderen Kinder, die hier leben noch. Ne? Ob die zurechtkommen. Aber so, vor Tod selbst. Also, da könnt ihr mich nicht, da sind sie, Mann. Bin noch sie. Happy Birthday, liebe Mama, Happy Birthday to you. Unser Leben dreimal hoch. Ja, so. Ja. Ja, machen wir das auch. Denn nur mit dir bleibt mir Leben im Sinn. Ich soll niemals leben ohne dich mehr sehen. Denn nur mit dir bleibt mir Leben im Sinn. Ich wünsche mir vor allen Dingen für der Karla Gesundheit, dass ich so noch lang erhalten bleibe. Ey, damit du mich ärgern kann. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig würde, wenn hier tatsächlich etwas passiert. Ach, Quatsch. Du musst nicht immer sagen, so, ach Quatsch. Das ist doch bei dir im Prinzip genau dasselbe, das merke ich doch selbst. Liebt ihr euch noch? Oh ja, das mit derselben Buch wie früher. Oh ja. Ein Schock ist im Hals umdrehen. Ja, noch. Und ich habe von Anfang an gesagt, wie wir uns haben kennengelernt, ich möchte mit dir alt werden und wenn wir nachher so am Krückstock gehen, also das ist ja, also.